Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, platze ich nächstens. Ich hoffe, das Kleid ist nicht zu kurz, aber ich habe keine Kleider mehr, aber es fehlen wenige Wochen. Und was geht es in diesem Video? Und zwar ist dieses Video in Zusammenarbeit mit Kiko Schweiz. Ich bin mega, mega happy. Ich fühle mich sehr geehrt. Die haben mir Produkte zugeschickt. Und die werden wir jetzt zusammen auspacken. Einmal das Next to Me, das Bett. Berühmte Bett, das ist das neueste Modell. Dann haben wir hier noch den Kinderwagen. Der Kinderwagen wurde mir sehr oft angefragt. Und zwar haben wir hier den Trio Style Go Up. Mit aber auch der Babyschale fürs Auto. Ein Stillkissen, welches ich verlosen werde, bleibt dran. Das ist so schön, ich werde es nachher genauer zeigen. Und dann noch die Miyamaki, die das Tragetuch, Tragetuch, ja. Ich werde das Video in zwei teilen. Ich wollte zuerst ein ganzes Video machen, aber ich denke, es würde viel zu lang dauern. Ich habe mich im Vorfeld sehr informiert, was zu uns passen könnte und was nicht. Wir werden die Sachen auch zusammen montieren. Und natürlich habe ich ein liebes Helferlein, weil ich könnte das sonst nicht mehr machen. Fangen wir an mit dem Bettchen. Wie ihr euch seht, ich habe meine Nägel nicht mehr. Ich habe jetzt gedacht, ich mache jetzt ein bisschen Babypause, auch mit den Nägeln. Ungewohnt, aber es passt schon. Und ja, fangen wir mit dem Bett an. Das muss man jetzt montieren. Das Next to Me Magic. Ich habe mich für das Magic entschieden, weil das ist das Modell, was mir am meisten zugesagt hat. Das ist ja die neueste, das neueste Modell. Das heißt, es hat eine VIP-Funktion. Das ist ein Beistellbettchen. Das ist auch mega atmungsaktiv. Das ist, glaube ich, eine von den größten Angst, die jede Mami hat. Und ja, öffnen wir das mal zusammen, montieren wir das. Das kann man auch am Bett anmachen. Und da brauche ich, glaube ich, schon Hilfe. Ja, Judy. So, das sind die Teile. Wie ihr seht, wir haben uns für diese Farbe entschieden. Es ist so ein Beige, ein dunkles Beige, das passt zur Einrichtung. Wir haben es geschafft, wir haben es aufgebaut. Es ging eigentlich gar nicht so lange. Also wir, okay, ich muss sagen, mein Freund hat es aufgebaut. Ich habe versucht zu helfen, wo ich kann. Es ging recht schnell. Ich glaube, wir haben 15 Minuten, 20 Minuten circa, haben wir gehabt, um das aufzubauen. Es war sehr, sehr einfach. Wir haben jetzt versucht, das zu filmen. Es ist wirklich sehr intuitiv. Natürlich ist die Gebrauchsanweisung dabei. Es war eigentlich wirklich einfach, weil es alles so Klicktechnik, es geht sehr schnell und ist trotzdem sehr stabil. Wie ihr seht, ich weiß nicht, ob ich das alles drin lasse. Muito hat ja am meisten Freude. Er flippt aus wegen diesen Sachen. Und ja, was kommt noch im Set dabei? Im Set dabei kommt noch eine Transporttasche. Das heißt, man könnte das sehr wahrscheinlich eben ja auch als Reisebett mitnehmen. Die ist recht groß, das kann man hier einpacken als Transporttasche. Dann kommen noch diese Gurte, das kann man am Bett befestigen. Das würde ich absolut machen. Also nein, das ist ein Muss, ans Bett zu befestigen. Ich werde euch unten ein Video verlinken von Kiko selber, wo ihr seht, wie man wie das gemacht wird. Ich werde das nachher machen. Wie ihr seht, ist das alles recht atmungsaktiv. Hier sieht man, das hat und vorne auch. Vorne kann man das hoch und runter schieben. Das heißt, man kann es ans Bett, eben Beistellbett, ans Bett herantun. Und dann habe ich immer das Baby ganz einfach rausnehmen, zum Milch geben, etc. etc. Ja, ich bin sehr gespannt. Und das ist eben das Modell, was ich meinte. Das kann man auch in der Höhe, ist es verstellbar. Man kann das dem Bett anpassen. Es hat eben die VIP-Funktion, wo man ganz einfach einstellen kann. Es passt sich auch am Bett unten an, weil nicht alle haben ja das Bett, was unten sozusagen Platz hat. Dann hier haben wir noch die Matratze, die haben wir schon reingetan. Die habt ihr ja gesehen beim Auspacken. Das Baby super Luft bekommt, das war meine größte Angst. Aber hier sieht man, das ist alles wirklich super gemacht. Bin sehr gespannt, wenn das Baby auf die Welt kommt, das zu benutzen. Natürlich folgt mir auf Instagram, ich werde das hier einblenden, Fashion Pupa. Dort werde ich auch ein Foto mit meinem Baby posten. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, er kommt bald. Ich möchte mich von Herzen an Kiko noch bedanken, dass sie mir das zur Verfügung gestellt haben. Ich bin sehr, sehr happy natürlich. Ich bin absolut ein Kiko-Kind. Ich denke, viele oder auch von der Schweiz oder in meinem Umfeld sind mit dem aufgewachsen, mit der Marke Kiko. Und da habe ich noch mehr Freude dran. Fehlt nur noch der kleine Schatz. Und dann sind wir komplett. Kommen wir zu der Verlosung, welche ich euch am Anfang gesagt habe. Das ist sehr leicht. Ah, die Räder kann man auch blockieren, wenn das Baby davon rollt. Also, kommen wir zu der Verlosung. Da bei YouTube leider ein bisschen die Verlosungsregeln ein bisschen zu streng sind, werde ich es auf Instagram verlosen. Und zwar ist das von der Marke Bobby. Diese gehört auch zu Kiko. Das heißt, Kiko macht auch Stillkissen. Und dieses Stillkissen ist
so schön. Ich kann euch das mal von nahen zeigen, auch dieses Gestickte hier oben, mit diesem Baum, mit diesem Vögelchen. Die ist so süß. Sobald das Video online ist, geht auf mein Instagram und dann werdet ihr sehen, wie ihr das gewinnen könnt. Also ein Stillkissen, finde ich, ist ein absolutes Must-Have, weil das ist sehr praktisch. Ich danke euch fürs Zusehen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne unter einen Kommentar da lassen und eben folgt mir auf Instagram für Updates und habt euch lieb. Tschüss, bis zum nächsten Video.